Hallo, liebe Diablo 2 Resurrected-Spieler. In diesem Video schauen wir uns wertvolle weiße und ätherische Gegenstände an. Denn in Diablo 2 Resurrected sind nicht nur Set-Items und Unique-Items besonders interessant fürs Endgame, sondern eben auch Runenworte. Und damit man gute Runenworte bauen kann, braucht man eben auch die Basis. Und diese weißen und ätherischen Gegenstände sind die Basis für sehr, sehr mächtige Runenworte. Und ich habe euch hier einige der mächtigsten Runenworte rausgesucht. Denn für euch, die ihr ein Auge auf diese weißen und ätherischen Gegenstände habt, ist es wichtig, dass das sehr, sehr teure Runenworte sind. Denn die Annahme ist, wer bereit ist, ein so teures Runenwort zu bauen, dem ist es auch ein bisschen wert, in die Basis zu investieren, das heißt euch einen guten Preis zu zahlen, wenn ihr denn eine möglichst perfekte Basis für das sehr, sehr teure Runenwort anbieten könnt. Das heißt, das hier sollten Basen sein, die sich recht gut vertraden lassen, wenn man sie findet. Hier unten habe ich euch noch ein paar wichtige Hinweise generell zu weißen und ätherischen Gegenständen und das Sockeln aufgelistet, denn klar, die Gegenstände brauchen Sockelplätze, sonst kann man da kein Runenwort reinsetzen. Deshalb ist die Anzahl der Sockel zentral für den Wert des Gegenstandes. Generell erst einmal, ätherische Gegenstände haben grundsätzlich 50% mehr Schaden bzw. bei Rüstungen 50% mehr Verteidigung als weiße Gegenstände. Das heißt, ätherische Gegenstände sind erstmal spannend für den Söldner. Denn dort verlieren sie keine Haltbarkeit und deshalb kann man ätherischen Gegenstand unbegrenzt lange tragen. Und sie sind interessant für Runenworte, die unzerstörbar sind, beziehungsweise die Haltbarkeit von selbst reparieren. Denn dann repariert sich auch die Haltbarkeit bei ätherischen Gegenständen und dann kann man diese 50% Modifikation immer einpacken. Das heißt, wer so ein Runenwort baut für den Söldner oder eben unzerstörbar oder mit Reparatur, der sollte immer eine ätherische Grundlage nehmen, weil das ist einfach zu stark. Dann kennen vielleicht einige von euch noch aus Diablo 2 Classic das E-Bugging. Das war eine Möglichkeit, über ein Horadrim-Rezept den Verteidigungswert eines Gegenstands erheblich zu erhöhen. Das haben sie in Diablo 2 Resurrected gefixt. Das heißt, das ist nicht mehr möglich. Dann behaltet bitte im Hinterkopf, dass ihr über ein Horadrim-Rezept eine zufällige Sockelzahl einem Gegenstand hinzufügen könnt. Das geht von der minimalen bis zur maximalen Sockelzahl des Gegenstandes. Das geht allerdings nur bei normalen Gegenständen, also nicht bei guten bzw. Superior-Gegenständen. Denn wie ihr vielleicht wisst, können weiße und ätherische Gegenstände auch in guter Qualität droppen. Ja, dann haben sie noch eine zusätzliche Modifikation. Das kann zum Beispiel bis 15% verbesserte Verteidigung sein oder auch bis 15% erhöhter Schaden. Das ist natürlich sehr attraktiv, aber wie gesagt, mit dem Horadrim-Rezept kann man sie dann nicht sockeln. Aber diese Gegenstände kann man mit dem Sockel-Quest aus dem 5. Akt sockeln. Dann kriegen sie immer die maximale auf diesem Gegenstand mögliche Sockelzahl. Okay, dann schauen wir uns die Gegenstände einmal an. Wir beginnen mit dem ja bekannten, berühmten Dämmerschleier. Der Dämmerschleier braucht nur 77 Stärke, ist trotzdem eine Elite-Rüstung mit bis zu 467 Rüstung. Und das ist natürlich ganz ordentlich und durch die niedrige Stärke kann er tatsächlich von vielen Charakteren, auch von Castern, problemlos getragen werden und bringt eben trotzdem so viel verbesserte Verteidigung. Der Dämmerschleier ist die häufigste Basis für das Runenwort Rätsel. Das heißt, ideal wäre es natürlich, wenn ihr einen Dämmerschleier findet, der weiß ist, drei Sockel hat und 15% verbesserte Verteidigung. Das wäre dann die perfekte Basis für das Runenwort Rätsel und wird sich mit Sicherheit sehr, sehr gut vertraden lassen. Der Dämmerschleier kann aber auch mit vier Sockeln ebenfalls in Weiß gefunden werden. Das ist ebenfalls super, im Idealfall ebenfalls mit den zusätzlichen 15% verbesserter Verteidigung, denn dann ist er für die Runenwörter Stärke
und Ketten der Ehre eine exzellente Basis. Angenommen, ihr findet einen Dämmerschleier ohne Sockel, aber mit 15% verbesserter Verteidigung, dann könntet ihr ihn hier über das Quest im fünften Akt mit der maximalen Zahl, nämlich 4 beim Dämmerschleier, quasi craften. Und das ist klasse, könnt ihr machen, dann habt ihr die perfekte Basis für diese Runenworte und das wird sich mit Sicherheit auch gut vertraden lassen. Eine andere Möglichkeit ist die Archon-Plattenrüstung, ebenfalls als weißer Gegenstand, ebenfalls mit 4 Sockeln. Wünschenswert wäre eben noch dieser Zusatz auch für Stärke oder Ketten der Ehre. Das gleiche auch ätherisch, dann aber für den Söldner. Denn der Söldner, der profitiert natürlich vom Ätherischen, der Gegenstand verliert keine Haltbarkeit. Sehr attraktiv. Dann der Monarch, das ist ein Schild, und zwar das Schild mit den niedrigsten Anforderungen, das gleichzeitig in der Lage ist, 4 freie Sockel zu haben, denn diese 4 Sockel braucht ihr für das Runenwort Geist. Der Monarchschild ist für viele Caster best in Slot und wird sich auch immer gut vertraden lassen. Diese 4 Sockel sind auch gleichzeitig seine maximale Sockelzahl. Das heißt, auch wenn ihr den mit der Modifikation gut findet, dann könntet ihr ihn auch mit dem Quest im fünften Akt mit der maximalen Zahl von 4 Sockeln ausstatten und dann hättet ihr einen perfekten Monarch und da wird sich ein Abnehmer finden. Als nächstes den Schild Heilige Tage. Der sollte ätherisch sein, ebenfalls über 4 Sockel verfügen. Ideal wären 15% verbesserte Verteidigung und viel wichtiger 45 Olrisi. Das hier ist ein spezieller Paladin-Schild, der kann nur von Paladinen getragen werden. Und der hat den höchsten Blockwert unter den Elite-Paladin-Schildern. Und ist daher aus meiner Sicht der am besten geeignetste mit dem hohen Blockwert. Dort kommt dann das Runenwort Exil hinein und das macht den Gegenstand unzerstörbar. Das heißt, ihr nehmt die erhöhte Verteidigung durch das Ätherische mit, ist aber kein Problem, denn Exil, ich glaube, es repariert selber, es ist gar nicht unzerstörbar, es repariert sich automatisch. Ihr braucht auf jeden Fall keine Sorge haben, dass euch der ätherische Gegenstand kaputt geht. Dann gehen wir auch schon zu den Waffen rüber. Dort ist als erstes die Phasenklinge zu nennen. Die braucht man für 2 Runenworte, nämlich für Trauer und Ruf der Waffen. Beide brauchen 5 Sockel. Phasenklinge ist eine der Einhandwaffen, die über maximal 6 Sockel verfügen können, also unglaublich hohe Sockelzahl haben. Der Vorteil ist noch, sie ist sehr schnell. Das ist vor allem für das Runenwort Trauer wichtig. Und sie ist von Haus aus unzerstörbar, sie hat keinen Haltbarkeitswert. Und das macht sie gerade hier für so eine Nahkampfwaffe eben attraktiv. Ruf zu den Waffen ist ein Runenwort, womit man sich, auch wenn man kein Barbar ist, Zugang zu den barbaren Kriegsschreien verschaffen kann. Ist etwas, was sehr gerne im zweiten Waffenslot benutzt wird. Die Phasenklinge hat recht niedrige Anforderungen. Und das heißt, auch Caster können die in der Regel tragen. Und wenn die sich dann die Kriegsschreie des Barbaren buffen wollen, dann haben die das eben gerne im zweiten Slot. Ja, als nächstes haben wir auch das Kristallschwert, ebenfalls mit 5 Sockeln und weiß. Das ist ebenfalls für Ruf zu den Waffen zum Buffen gut, weil das Kristallschwert sehr, sehr niedrige Anforderungen hat. Und eben genau wegen den niedrigen Anforderungen ist es in weiß auch für 4 Sockel interessant, denn da kann man das Runenwort Geist, das man auch schon in dem Monarchschild gepackt hat, kann man dann auch in das Kristallschwert packen. Dieses Runenwort geht nämlich tatsächlich für beide, sowohl für das Schild als auch für das Schwert. Dann gehen wir weiter zum Flegel. Auch ein weißer Flegel mit 4 Sockeln für das Herz der Eiche. Das Herz der Eiche ist eine Casterwaffe. Das ist ein Flegel mit sehr niedrigen Anforderungen, das heißt, den wird man gut tragen können. Für eine Casterwaffe ist eh egal, was der für eine Angriffsgeschwindigkeit oder für einen Schaden hat. Daher ideal.
und wegen den niedrigen Anforderungen auch für Ruf zu den Waffen eine Option, dann aber mit 5 Sockeln benutzen sehr, sehr viele. So, jetzt kommen wir zu insgesamt 5 Stangenwaffen, die alle mit dem Runenwort Unendlichkeit ausgestattet werden, deshalb auch alle über 4 Sockel verfügen sollten. Und das hier sind die Elite-Stangenwaffen. Unendlichkeit ist ja für viele Klassen, die vor allem Elementarschaden machen, die beste Waffe für den Söldner. Und der Söldner kann ja bedenkenlos ätherische Stangenwaffen tragen, da sie keine Haltbarkeit verlieren. Und ja, ideal natürlich noch, wenn sie noch zusätzlich eine 15% erhöhte Schadensmodifikation haben. Da wird sich immer ein Abnehmer für finden, weil ganz viele wollen Unendlichkeit ihrem Söldner geben und brauchen dafür eine entsprechende Basis. Ich persönlich favorisiere den Drescher, aber letztlich sind auch die anderen Stangenwaffen vielen, vielleicht manchmal sogar wegen einem erhöhten Schaden, sogar noch lieber. Okay, und dann das wahrscheinlich teuerste Runenwort des Spiels, weshalb die Basis auch vielen viel wert sein wird. Das ist der Odem der Sterbenden. Der braucht 6 Sockel und da wird es schon langsam knifflig, weil so viele wirklich gute Waffen mit 6 Sockeln gibt es dann am Ende gar nicht. Die mit Sicherheit beste Einhandwaffe dafür ist die Berserker-Axt. Das ist auch die einzige Einhandwaffe hier in dieser Liste. Mit 6 Sockelplätzen ätherisch, denn der Odem der Sterbenden ist unzerstörbar. Das heißt, auch euer Main-Charakter kann dann eine ätherische Waffe tragen, weil sie einfach nicht kaputt gehen kann. Ebenfalls eine Option ist eine ätherische Kolossklinge, dann für den Barbaren eine große Stangenaxt, zum Beispiel für den Söldner, wer dann seinem Söldner einen Odem der Sterbenden geben will. Die Kriegspike ist interessant, denn sie ist die Waffe mit dem höchsten Schaden im Allgemeinen. Und für die Amazone kann auch der Kreuzfahrerbogen mit 6 Sockeln und eben einer zusätzlichen Schadensmodifikation ätherisch eine spannende Basis für den Odem der Sterbenden sein. Okay, ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Übersicht über wertvolle weiße und ätherische Gegenstände geben. Ja, es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, günstigere Runenworte mit zu berücksichtigen oder auch andere Gegenstände aus Albtraum oder einfache Gegenstände aus Normal, weil letztlich aus meiner Sicht niemand bereit ist, dafür wirklich nennenswert euch was zu geben. Weil die Unterschiede sind minimal, die Runenworte günstig. Da müsst ihr schon auf einen ziemlichen Liebhaber treffen, der euch dafür viel gibt. Okay, dann wünsche ich uns allen viel Spaß bei Diablo 2 Resurrected und bis bald.